Wir begrüßen euch zu unserem letzten Video aus der Umgebung von Brüssel. Nach unserem Besuch der Innenstadt von Brüssel und dem Atomium konnten wir uns selbstverständlich das berühmte Schlachtfeld von Waterloo nicht entgehen lassen. Wir zeigen euch, was es im Museum zu sehen gibt. Wir besteigen den Löwenhügel, die Gedenkstätte zur Schlacht von Waterloo. Ein klein wenig Geschichte ist natürlich auch dabei. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, jetzt das Museum ist durch, aber wir zeigen es euch jetzt. Und dann anschließend gehen wir gemeinsam zu dem Hügel hoch. Das ist der Löwenhügel. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir hier überhaupt stehen. Haben wir das noch nicht gesagt? Nee. Kann man sich das nicht denken, wenn wir in Waterloo sind? Ich wusste gar nicht, dass wir in Waterloo sind. Ne? Nein, das wussten sie jetzt noch nicht. Also im Museum waren wir schon drinnen. Das hat übrigens 21 Euro pro Person gekostet, wenn man Ü60 ist. Ja, und sonst kostet es halt ein paar Euro mehr. Ja, und es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man etwas geschichtsinteressiert ist. Mhm. Was wir wieder nicht gemacht haben, ist, dass wir uns einen Guide mitgenommen haben. Audio Guide, der wäre in dem Fall mal sinnvoll gewesen. Ja, aber es steht ja überall alles angeschrieben und es ging eigentlich schon. Und ja, dieses Kino, das war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ja, und ja nur Schauspieler. So geht's ins Kino. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich das unbedingt mir anschauen muss, aber ja, okay. Ich versuch's. In dem ca. 15 bis 20 Minuten laufenden Film wird die Schlacht von Waterloo nachgestellt. Auch hier wäre der Audioguide wieder nützlich gewesen, den wir leider versäumt haben, uns mitgeben zu lassen. Das Video ist in 3D und wie ihr gehört habt, hat Ursi die blutigen Szenen überhaupt nicht mag, die Vorstellung gut überstanden. Das Museum ist chronologisch aufgebaut. Der Rundgang beginnt entsprechend mit Ludwig XVI. Und der Französischen Revolution, die ja dazu geführt hat, dass Napoleon an die Macht gekommen ist. Etwas makaber war die Darstellung der Guillotine. Also der Prinz von Holland, der Wilhelm I., der wurde verletzt bei der Schlacht. Ja, genau. Denn die Holländer haben wohl auch ein bisschen mitgemischt. Ja, viele haben da mitgemischt, ja. Genau. Und
weil er denn als Held galt, weil er verletzt wurde hier. Deshalb wurde veranlasst, dass Frauen aus Lüttich haben hier diesen Hügel aufgebaut. Zuerst hieß es ja, dass da sämtliche toten Gebeine der Holländer drin sind, aber anscheinend liegt da gar nichts. Es sind nur 3 Totenköpfe übrig geblieben, die wir euch ja zeigen, dann gleich anschließend. Ja. Der Rest ist alles von den Bauern vermahlen worden und dann auf den Feldern zum Düngen oder zur Produktion von Zucker verwendet worden, haben wir nachgelesen. Ich wollte gerade sagen, sowas haben wir gelesen. Also ob das stimmt, können wir euch nicht so genau sagen. So, und jetzt gehen wir hoch auf den Hügel. Es sind 276 Stufen. Kein Problem. Ist ja niemand gehbehindert. Nee. Geschichte kann auch anstrengend sein. Und noch eine kleine Geschichte zu Napoleon. Also der Napoleon ist von Elba zurückgekehrt, hat eine Armee aufgebaut und dann gab es die Schlacht bei Waterloo gegen die Alliierten, allen voran die Briten und die Preußen. Und als erstes wollte Napoleon die Briten aufreiben, was ihm fast gelungen wäre. Und da stammt der berühmte Satz her von Wellington, vom Duke of Wellington, der gesagt hat, ich wünschte, es wäre Nacht oder die Preußen kommen. Und es wurde zwar Nacht, aber vorher sind die Preußen gekommen. Und die haben dann Briten und Preußen gemeinsam den Napoleon vernichtend geschlagen. Und er ist dann geflüchtet, wurde nach St. Helena verbannt. Er war Gefangener der Briten, wurde nach St. Helena verbannt. Und da sollte er nie mehr zurückkehren, weil da gab es auch keine Flieger und keine Schiffsverbindungen. Nee, damals noch nicht, ja. Und die Briten sind sogar so weit gegangen, dass sie die Nachbarinsel gekauft haben, damit auch da nie die Franzosen den darüber schmuggeln können und er wieder nach Frankreich zurückkehrt. Und da ist er auch bis zu seinem Tod geblieben. Und dann haben ihn die Franzosen, die Asche von ihm, haben sie dann geholt und ist irgendwo in Paris in irgendeiner Kirche aufgebahrt oder eingelegt oder wie auch immer. Das war also die Geschichte von Napoleon. In Kurzfassung. In Kurzfassung. Der erste Teil von Elba, den haben wir bei unserem Leipzig-Video mal gesagt, von der Völkerschlacht, vom Völkerschlachtdenkmal. Ja, aber genau. So weit wollen wir jetzt nicht ausholen. Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Aber schon mal interessant, dieses Gelände, das ist ein Riesengelände. Und wenn man sich da vorstellt, was hier alles passiert ist und die ganze Erde ist mit Blut getränkt. Also ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war hochinteressant. Also wenn man geschichtlich ein bisschen interessiert ist, dann ist es hochinteressant, sich das einmal anzuschauen. Ob man jetzt da zu dem Löwen hochlaufen muss, das ist eine andere Sache. Das muss jeder wissen, wie da er will. Da hast halt den Überblick über dieses ganze Gelände von da oben. Ja, den habe ich auch, wenn ich mit der Drohne rumfliege. Muss jeder für sich wissen. Wir haben es auf jeden Fall genossen, das war schön. Und jetzt reißen wir unsere Zelte ab
Und fahre weiter. Und fahren weiter, verlassen Waterloo und fahren Richtung? Küste. Nordsee. Ja. Freuen wir uns drauf. Zumal wir sagen müssen, dass wir mittlerweile ein bisschen ein Versorgungsproblem haben. Wir haben unsere Kassette, das erste Mal unsere Ersatzkassette benutzt, denn in Brüssel gibt es keine Versorgung. Ja. Wir waren auf einem Campingplatz, auf einen etwas heruntergekommenen Campingplatz, und der wollte mich nicht einmal gegen Gebühr versorgen lassen oder entsorgen lassen. Und da muss man ihm jetzt die Ersatzkassette auspacken. Aber das hat alles soweit gut funktioniert. Jetzt fahren wir an die Küste und da sollte dann eine Möglichkeit vorhanden sein, wieder alles richtig aufzufüllen und leer zu machen. Jo, genau. Sehr schön. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Mhm, wir verabschieden uns jetzt hier. Fürs Erste, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Ja. Und melden uns wieder von der Küste. Ja. Vermutlich. Ja, ihr wisst ja, wir schmeißen Pläne immer gern um. Also so ist nun mal der grobe Plan. Ja, wir sagen es jetzt und wenn wir es nicht machen, dann erklären machen wir es halt, dann machen wir dafür was anderes. Genau. Also in dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. Von Waterloo aus fuhren wir direkt an die belgische Nordsee. Dort hatten wir entspannte Tage. Die zeigen wir euch aber im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich demnächst wieder.